wach werden, erstmal einen Kaffee für den Affe. Moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht aus dem Gaming-Raum, sondern aus der Küchenzentrale. Warum? Ich muss aufpassen, dass der Kaffee leer wird, bevor er kalt ist. Was steht heute an? Ich nehme euch heute mit in den Apple Store, da ich mir endlich mal ein neues MacBook gönne. Werde auch Zeit, ich gammel noch auf dem 2013er Modell, ist das rum. Und mittlerweile merkt man das doch. Danach gibt es noch einen kleinen Besuch bei der Polizei. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in dem Video. Aber davor habe ich noch einen geschäftlichen Termin und deswegen ziehe ich mich noch schnell um. So, Maske ist natürlich auch am Start. Was haltet ihr denn davon? Ich finde das total nervig, man kriegt schlecht Luft. Und unbewusst, dann verrückt das, man fasst sich mehr ins Gesicht als ohne Maske. So, auf geht's zum ersten Termin. Warum heute eigentlich noch diese scheiß Maske auf? Warum hast du eine Maske auf? Ah, vorhin, es fängt jetzt auch noch an zu regnen. Wenn die nass wird, hat man ja Waterboarding to go oder was? Naja, wie auch denn. Geht's erstmal zum Geschäftstermin, da werde ich natürlich nicht filmen. Ganz professionell, der Verhandlungstisch hier. So, erster Termin wäre geschafft. Ich bin jetzt wieder in meiner Hood. Wollte eigentlich zur Polizei durchfahren, aber aufgrund von übermäßigem Kaffeekonsum muss ich erstmal eine Pullerpause einlegen. Warte mal, Moment. So, hier sind wir richtig. So, das wäre dann für heute auch erledigt. Kleiner Funfact am Rande. Ich wollte selber mal Polizist werden. Auch beim Einstellungstest und von 20 Leuten haben es vielleicht 3 geschafft. Ich war einer davon. Hat dann irgendwie doch nicht geklappt, weil... Warum? Ja, aus Gründen. Muss ich halt als Batman weiter nachts rumstreifen und die Verbrechen auf Undercover aufklären. Kurz einmal zur Erklärung, worum es überhaupt geht. Ich habe mehrere Pakete, unter anderem iPhone, Monitor und so weiter, bei einer bestimmten DHL-Filiale abgegeben. Die Pakete sind zwar beim Empfänger angekommen, jedoch war irgendwie nur Scheiße da drin. Ich habe mich gefragt, warum macht man sowas? Ganz einfach, die Pakete werden gewogen und mit dem entsprechenden Gewicht wird in irgendein Scheiß reingefüllt, damit das nicht auffällt. Sondern halt erst spätestens beim Empfänger und der Gearschte ist dann der Absender. Auf jeden Fall, Anzeige ist raus. So, jetzt geht's weiter nach Poppenbüttel ins Alsterdorfer Einkaufszentrum. Fehler, ich habe mal verkehrten Waggon gewonnen. Wo bin ich jetzt? Am Flughafen. Ich hasse Bahnfahren. Nächste Station, Poppenbüttel. Unsere Zugfahrt endet dort. Holger, Tageskarte will ich ja gebrauchen. So, endlich wieder zu Hause. Hat bei Apple doch länger gedauert als gedacht. Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen, man musste einzeln in den Laden rein, es wurde Fieber gemessen, Hände desinfizieren. Aber es ist auch sehr vorbildlich. Ich habe endlich ein neues MacBook. Dazu kommt noch ein separates Video. Und eine Frage hat sie auch aufgeklärt, warum alle eine Maske tragen. Und zwar... Corona-Time, baby!